Hallo, liebe Zuschauer. Och nee, lass mal. Na, wie geht's, wie steht's? Alles gut bei euch? Ich bin's wieder, Nami hier, euer Bernd Quarte, und wir zocken wieder Still Wakes the Deep. Ja, heute wird's eine richtig krasse Folge. Ich will nicht so viel spoilern. Ich würde sagen, bleibt dran. Nach dem Intro geht's einfach los und ich wünsche euch viel Spaß. Hier haben wir an der Stelle aufgehört und ja, ich würde sagen, wir machen weiter. Roy geht's gut auf jeden Fall, das konnten wir letztes Mal feststellen. Trotz in der Küche da unten oder diesem Bereich, kann man da jetzt eigentlich noch zurück oder ist das eigentlich jetzt erledigt, das Ding? Das wäre mal gut zu wissen, ob man dann nochmal durch kann. Nee. Er will da freiwillig auch nicht mehr durch. Kann ich verstehen, alles gut. Hier ist nochmal das Vieh, was einfach nervt. Das ist verschlossen. No way through. No way through. Dann gehen wir halt hier durch. Was sollen wir jetzt machen, ne? Boah, wie das alles so qualmt und neblig ist. Da hinten ist der Heli und zu dem müssen wir kommen. Mit dem Heli nach Neu-Delhi. Das ist ja toll. Wen haben wir denn hier? Einen verkannten Komiker? Private Joker! Ah, hier, wir müssen hier runter. Fuck. Sunil. What the fuck happened here? Na, super. Aber wie kommt das, dass das Vieh sich irgendwie die Sachen rauspickt? Sie killt, manche killt sie, manche infiziert sie einfach nur und benutzt sie als Wirt. Jesus, Ellis. What are you doing up there? That thing will see you. That thing? It's Muir, Kaz. It's fucking Muir. Muir? Jesus. No running. Christ. I don't understand, Kaz. Listen, we have to get to the helipad, all right? I tried talking to him, but he came for me. Like, he didn't care me at all. It's no him anymore, Innes. It's nothing we can do but leave. Save who we can. Aye, you're right. But the only way up is the crew lift. He won't let anyone leave. Then we need to get past him. All right. I'll see you there. But hey, didn't he be a hero if he hears me, all right? And then don't let him hear you. See you at the lift. Please! I can hear you hardly! Das ist richtig bei uns, wa? Ah, das ist unser Kollege, okay. Ein Bekannter von uns. Wir müssen den Stoff wieder ablenken, oder? What the fuck? Sieht er uns nicht? Nö. Okay, hier sind wir schon mal erstmal halbwegs sicher. Oh. Wir müssen ihn irgendwie ablenken, wa? Dann schmeißen wir nach da. Nope. Was kannst du eigentlich? War das eine gute Idee? Oh, ein Glück. Hmm.
no one. I just need help. Come back! Of course you did. I'm running. Ich hätte nicht rennen dürfen. Wir dürfen halt nur nicht rennen. Oh Mann. Und wohin? Oh. Renn einfach rennen. Eine Ewigkeit später. Ich glaube halt nur, dass wir nicht rennen dürfen. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Aber lieber krabbeln wir uns ja nicht gesehen als. Guys. Christ. You alright? Can you get out? No. Neural's coming at me. I just froze. I didn't care how I got myself in here. But the cargo hoist came down and we're right crabs in a creel now. Are those the hoist controls behind the fence? Mm. Maybe I can shift it. Alright. You're a good lad, Cass. Tja, was machen wir jetzt? Müssen wir irgendwie hier gucken, dass wir da abhauen können? Ich finde das gut, dass es hier so ein bisschen markiert alles, ne? Okay. Hier sind wir schon mal ein bisschen safe. Fürs Erste. Nö, irgendwie geht er nicht nach oben, der will ja gar nicht. Oh, jetzt! Fahrstuhl nach oben gefahren. Was denn? Wir warten? Alter. Oh. Junge. Uiuiui. Sekunden später. Hi. Over there. Komm. Come on. Oh, wir haben es geschafft. Nein, natürlich wieder eines geschnappt oder was? Nein. Olle, was für ein Scheiß. Jesus. Aber das ist ein bisschen komisch, oder? Der Fahrer mit dem Fahrstuhl. Er hat uns doch so oder so hier drin erwischt. Oh, ich dachte, wir müssen einfach nur zurück in die Kajüte. Mann.
Wattenschieß. Ist er? Also. Öffnen, danke. We should go back and get them. Like hell we should. You shot them, they're gone. Get a move on. Archie! Rennick! We have to give them more time. You told them to come. What I told them is that we are leaving. And we are leaving. Now. Nee, ich werde das verhindern. Das Spiel ist wild. Sowas von wild. Was passiert hier? I should have kept better than to let you two together. The two greatest minds of your generation united over a bucky. Nobel Prize Committee will be warming up their checkbooks already. You seriously think if you leave the country, this will all just blow over? No one's going to chase me out into the middle of the North Sea. My mum always said I'd married beneath me, Cars, but... I thought you were smarter than this. I'm fucking doing my best. No, you're not doing your best. What do you know about oil rings, you roaster? Good with the lecky. Terrace houses, cars, flats, maybe a shop, if you're feeling adventurous. Roy's put in a word. He said I'm up to the job. Oh, for God's sake. Roy's a cook. He's a chef. He's a cook. It's just for a few weeks. We'll just let it cool down a bit. Then I'll call Billy Chamberlain and have a word. Talk him into dropping the charges. If you run the police, I'll give you the jail for sure. When are you leaving? Tomorrow morning. You are shitting me, McCleary. It's the girls' school concert. I'm fucking scummer, Suze. What do you want from me? I'm just saying this, Kaz. If you leave us, if you run, if you go, then we are done. Hear me? Schlimmer geht's nicht. Schaut zu, wie der Hubschrauber abstürzt. Haben wir gemacht. Wir kamen ja auch nicht wirklich weg von der Stelle. So, jetzt ist noch Roy da. Der noch überlebt hat. Alles andere. Oh mein Gott. Was können wir jetzt noch machen? Kommen wir irgendwie runter? Nein. Ich meine, da ist diese Elektrizität. Na los, hüpf mal hier rüber. Stupid! Oh. Hä? Du bist. Das ist eine Leiter und ich bin ja so bescheuert müde. Was quietscht denn da jetzt hier so rum? Das ganze Schiff ist doch schon voll ramponiert, ey. Das? Ein Teflon. Das ist ein Roy aus der Küche, oder? Hallo? Kaz, it's Brody. Jesus, the fucking chopper, man. Aye, I saw it. Did you get to the lifeboats? Aye, they're busted, you fucking kiddow. Mechanisms are completely fucked, cheap bastards. Denny Flat, McCleary. Just listen, here's what I need you to do. I need you to get to the radio room and call the support ship. It's fucked, man. The fucking crane fell on it. Hello? Hello? Shit. Hey. It's Brody. I know who it is, you daft prick. Listen, that's the generator's failing. If they cut out, we'll be on emergency batteries so the radios won't work. You're not listening. The radio room is gone. Christ, man, there's other radios, but only one set of Jennies. If they fail, you're going to need to head down there and manually restart them. I'm not going down there again, fucking Gibble. Kaz, if the lecky cuts out, you won't have a choice. You go and do it. No, Kaz, I'm busy. You need to get to the Jennies and stop them from shorting. Got it? Aye. Jennies, right. Brody. Oh, shite! Shit. Okay. Na, das wird jetzt lustig. Na, weiter. Wir müssen hier durch auf jeden Fall. Jetzt kommen wir hier nicht raus aus der ganzen Nummer.
Jetzt dürfen wir ab wieder ins Schiff rein. Super. Also in die Schiff. Warum sage ich immer jedes Mal Schiff? Wir sind auf einer Bohrinsel und nicht auf dem Schiff. Gar nichts. Einfach gar nichts. So blöd kann keiner sein! Hallo? Anyone in here? Teflon! We're here. Scooby. Christ, Cass. He's here. He's in the walls. Oh, easy. What are you on about? Who's here? Under the admin module. He's haunted us. Fuck! Geile Telefonate, die wir hier führen dürfen, ne? Sein Scheiß, ey. Finde eigentlich auch so ein bisschen gut, dass man hier nicht so alles, so viele Sachen mitnehmen muss oder so, ne? Sondern irgendwie Dokumente einsammeln muss oder. Weil die Story ist ja einfach nur, das ist eine Bohrinsel. Und da wird gebohrt und dann trifft man auf diesen komischen Alien-Monster, was auch immer. Dingens, ne? Shit. Verwaltung, okay, einfach alles verbrannt. Das war's? Gibt's hier einen Feuerlöscher? Ich hab jetzt keinen gesehen auf Anhieb. Bin aber auch eh ein Blindo, da ist doch einer. Ha. Sagt euch, ich bin blind. El Blindo. Naja, ich sag mal, entweder bist du blind auf beiden Augen oder nur einfach blöd. Danke. Und runter da. Here is the shipping forecast for 0630 on Tuesday, December the 23rd. Klappe zu. So, das wurde einfach nur vorgeschoben. So. Eigentlich wollte ich es gerade irgendwie ranschieben, weißt du, damit wir hier unsere Ruhe haben. Und uns nicht irgendwie belästigen kann. Ne? Schutz. Can I open it? What the fuck happened in here? Na los, kick sie ein. Kannst du doch kicken normalerweise. Chefadresse. Hallo? Oh, mutig. Mutig. Kann man es öffnen? Den kann man nicht aufmachen. Okay. Locked. Ah, hier. What? Zwei Nasen, drei Nasen. Warum mutieren die denn so hart? Fucking thing's locked. Auch gelockt. Alles zu. Jesus fucking Christ! Ein Riesenkopf. Renick? Fuck! Fucking hell! Der Boss ist super. Das war knapp. Uiui. Super, unser Boss ist auch mutiert. Wie lange brauchen wir denn, bis wir hier mutieren? Okay. Ist zum Glück alles in Ordnung. Uns geht's gut. Get it,
Eieieiei, los, Kabel. Hundertprozentig kommt der gleich. Nein. Was denn? Ich muss wieder rennen. Okay, hat jemand anders erwischt. Okay, gut. Super, das war ein Fehler, oder? Ja. Ja, das war ein Fehler. Wir müssen in die Richtung auf jeden Fall. Hallo, rennen. Ja. Wie ein Glück. Dass hier alles einstürzt jedes Mal. 12 Sekunden später. Das ist ja ein Witz, wirklich, alter Schwede. Mit dem Riesenschädel, ob der wieder mutiert ist. Sehr lustig auf jeden Fall. Ich bin der König. Entkomme, Rennick. Aber wir kriegen Roy wenigstens noch lebendig raus. Oder wir, ich weiß gar nicht, aber Roy wäre schön. Oh, hier ist ein Helikopter. Aber wie entscheidet denn... Wie entscheidet denn bitte das Monster, wen er infizieren soll und wen nicht? Wisst ihr, was ich meine? So. Hier gibt es wieder Feuer zu löschen. Ne, wir können so, sollen wir da ranspringen oder was? Sieht wohl danach aus. Ja, klettern. Was jetzt? Oh Mann, das war ja ein geiler Sprung. Das war schon wirklich der, aus der alles, was krass alles hier erledigen muss. Ist auch gut gemacht. Hier brennt ja alles. Kann man nicht bedienen, schade. Dann müssen wir wo andere Wege gehen. Achso, hopps. Hopps. Ist offen. Ist zu. Hier ganz entspannt. Der rennt so, der ist so hektisch. Kann ich aber verstehen. Die Frage. Okay. Hä? Was ist das für ein Sinn? Was ist jetzt hier los? Warum kannst du den jetzt nicht bewegen? Hallo? Komisch. Ah, ich musste den noch rauspushen, oder was? Nee. Hab ich das falsch gemacht? Warum kann ich ihn nicht mehr bewegen? Ich kann auch nicht nach hinten damit mit dem Scheißding gehen, ne? Das hängt. Okay, das ist ja eigenartig. Die Stelle hängt jetzt. So. Jetzt hoffe ich, bist du nicht verbuggt, Senior Vargen. Ja, jetzt geht's. Ich konnte ihn halt wirklich gerade nicht ziehen. Das
ging gerade gar nicht. Na, wir telefonieren nebenbei einfach mit jemand jetzt. Bruce hier. Bruce, it's Kaz, where are you? Lost O'Connor. He hurt his leg. He's been swim. Bruce, tell me where you are. Bruce, can you hear me? Unten im Maschinenraum erscheint. Haha. Jesus Christ. Shit. Sagt er gerade Shit. Shit oder Shit? So. Ja. O'Connor ist tot und Bruce anscheinend ist ertrunken. Sehr gut, so muss das sein. Und wir dürfen jetzt hier in die Maschine rein. Super. Also das Spiel ist schon sehr. Ha! Die waren wir da auch schon, oder? Jesus. Ist er hier lang vielleicht? Gibt es hier noch irgendwo was? Ne, hier ist nichts mehr. Gut. Wir müssen schon einfach der Tür folgen. Das war schon richtige Intuition von mir. Hier geht's runter. Gut so. Was ist hier? Das ist zum Glück verschlossen. Juhu! Hat er. Schleichwege, wir gehen müssen, wie einfach der ganze Laden in Scheiße verwandelt wird. Oh, hier dürfen wir wieder in den Maschinenraum. Super. Wir haben noch gar kein Vieh getötet, das wisst ihr, ne? Die leben irgendwie alle noch. Und hier ist überall entscheidend, das ist alles, soll das Blut sein oder ist das Rost? Ah. Na, Rost, ist kein Blut. Ja. Wir müssen auf jeden Fall gebraten, wenn wir da lang gehen. Ach nee, machen wir einfach so. Auch gut, vielleicht können wir da ein paar Viecher Brotzeln drin, das wäre ja ganz cool. Ohne dass wir selber erwischt werden. Oder? Nein. Keine Versteckmöglichkeit, okay. Hold on. That's gas. There must be a valve somewhere. Na los. I need to shut off that gas valve first. Das ging jetzt aber schnell. Na gut. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier an der Stelle, hören wir auf an der Stelle und machen das nächste Mal weiter. Danke, dass ihr wieder dabei wart und ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Macht's gut und bis dann. Euer Damir, aka Bierumkratte. Und denkt daran, fleißig zu kommentieren und dieses Video zu liken. Darüber würde ich mich sehr freuen. Dankeschön. Ciao.